Aber letztes letzte Mal mit Nadine auch schon so, hat immer irgendein Tier gehört, hat einfach überall eingebaut. Letztes Mal so, ist mit L irgendwie nur Lachs eingefallen und überall kam Lachs vor, in den Antwort. Und hier ist auch Chinchilla. Chinchilla. Ja, das ist. Karina hat da eine Methode. Hallo meine lieben Puschels, mal wieder herzlich willkommen aus Jukes Küche. Ja, wir sind immer noch hier. Aber am Samstag werdet ihr hier bei uns ein Making-of-Video bekommen. Dann seht ihr, was wir hier fabriziert haben und natürlich auch bei Ju das Hauptvideo. Also seid da mal sehr gespannt. Und jetzt spielen wir eine Runde Stadt, Land, Fluss in ein bisschen anders. Das habt ihr hier auf dem Kanal noch nie gesehen und auch noch nie bei YouTube. Ihr wisst es, Qualitätscontent. Und zwar spiele ich das diesmal mit dem lieben André. André Plus Plus auf Twitch, los abonnieren. Und der Thomas hat sich geopfert. Hallo Thomas! Hallo Thomas! Ihr wolltet, dass er mitspielt, jetzt ist er dabei. Ach, folgt ihr bei Instagram, da seht ihr öfters. Ach, Leute, drunter bitte nicht abonnieren. Bitte nicht mehr abonnieren. Ich bin nur dabei, weil ich gezwungen wurde. Ist okay. Okay, was haben wir denn für. Wir spielen Stadtland Fluss und zwar mit den folgenden Begriffen, die ihr jetzt auch sofort aufschreiben könnt. Ja. Erster Begriff: Foltermethode. Dann haben wir super Bösewicht-Name. Betonung liegt auf super, das heißt, es darf auch nicht einfach nur so ein James Bond-Bösewicht sein, sondern ein super Bösewicht. Also es ist schon ein sehr starker Bösewicht. Dann Titel für einen Schmuddelfilm. Schmuddelfilm. Dann eine zu spät kommen Ausrede. Tja, habe ich gut drin. Und das extreme Special, eine Herr Newstime News. Uiuiui. Warum schreibst du jetzt Herr Newstime News bei dir als Viertes auf? Stimmt was nicht bei dir. Sie hat zu spät kommen. Das hab ich ausgelöst. Oh, wie klischeehaft. Ich komme noch nie zu spät. Das ist eigentlich schon ein Minuspunkt. Das gibt ja schon 10 Minuten. Was? Oh. No. Okay, A. Stopp. C. Ach nee, komm. 3, 2, ey, nicht! Go. Wir fangen nur Sachen mit Chinchilla ein. Chinchilla, ey, cool, dann gib mir einen Tipp. Das gab's in der letzten Folge auch schon. Ja, aber mir fällt nichts ein, ich bin richtig am Arsch. 3, 2, 1 und schon fertig. Weg. Sehr gut. Eine Sache, oh Scheiße, ich. Also, ey, ich hab keine Ahnung. Eine Sache, ich bin mit scheiße. Foltermethode, André. Cäsarkranz. Das ist ein Cäsarkranz. Ja, schon, wie dieser Jesuskranz. Ja. Aber Cäsar ist doch eigentlich Blätterkranz. Ich hab das ist keine Foltermethode. Das zählt nicht. Stimmt, das ist verkackt. Okay, Karina. Ich hab nichts. Das ist die einzige Sache, die ich nicht habe. Thomas, deine Chance für 15 Punkte. Codes encoden müssen. Ey, ganz weil ehrlich, Leute, wie ich. Ganz ehrlich, ich würde tatsächlich sagen, das ist wirklich eine Foltermethode. Wenn du das ständig machen musst, ich kann das zum Beispiel gar nicht. Hier, irgendwie hier Codes encoden, hier Matrix-mäßig und so. Da würde ich doch voll abkacken. Wie weißt du, wo ich es dran gedacht habe? Wenn, du Informatiker bist, ne, und die Leute, die Informatiker sind, wahrscheinlich gucken zwei Informatiker zu, die werden das kennen. Wenn du irgendwo in einem Website-Code einen Fehler hast, den zu finden. Ja, das sag ich schon mal. Immer damals ich als alles klar. Thomas, 15 Punkte. Super Bösewicht-Name, Adel. Ja, ich hab jetzt Cocker Ultraman. Ich wusste nicht, wie. Was ist der Cocker Ultraman? Was macht der so? Der ist Ultra, erstens. Zweitens ist der zur Hälfte Cocker Spaniel. Okay, damit hast du dich meiner Meinung nach gerettet. Okay, es zählt. Shit, ist ja. Außerdem ist der noch halb. Ist okay. Okay. Ja. Chinchilla Ultra Boss. Nee, das ist nicht Ultra. Ja, Boss, Boss Chinchilla Ultra. Boss Ultra. Chinchilla Boss Ultra. Das ist ein ganz fieses Chinchilla-Wesen, ne? Würde ich auch durchgehen lassen. Das gilt. Ist schwach. Ich wollte Chinchilla Boss nehmen und dann dachte ich, ist nicht super genug und deswegen das Ultra. Ja, ist schwach, aber ist okay. Ich habe Cola-Schüttler. Das ist der böse Cola-Schüttler. Der läuft rum und schüttelt allen Leuten. Der schüttelt allen Leuten die Cola. Das ist echt böse. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja. Okay, Titel für einen Schmuddelfilm. André. Kamm hoch 3. Die geht weiter. Kamm hoch 3. Ist okay. Hey, das ist kreativ. Ich wollte erst Kamm, Kamm, Kamm schreiben, fand ich aber doof. Deswegen habe ich Kamm hoch 3 geschrieben. Ja, smart. Smart. Karina? Ich habe Chamäleon Schwanzschwinge gemacht. Kann ja auch die Farbe ändern bei der Chamäleon. Sehr kreativ auf jeden Fall. Ich habe halt so einen Standardname: Cockmaster 3000. Das gibt's bestimmt. Das ist garantiert.
Cooking Mama zu lang gespielt. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe Karamellpudding im Auto ausgekippt. Das war kein Amerikaner. Ah, nee, das ist scheiße. Ich hab, Cäsar war auch immer zu spät. Woher willst du das denn wissen? Das kann man ja als Aber man kann es einfach im Account schon bauen. Man kann es bauen. Scheiße, ich hätte ja auch irgendeinen Namen können, nehmen können. Ja. Jetzt geht's los. Eine Hand News, Hand News. Kamm hoch 3, die Orgel geht weiter, auf YouTube gesperrt. Okay, ja. Ist okay. Okay. Ich habe geschrieben, Chinchilla von Dagi B explodiert. Hat die einen? Ja, die hat so einen komischen Hund. Heißt der vielleicht Chinchilla? Weiß ich nicht. Er sieht aus wie ein Chinchilla, komplett dick und flauschig. Okay, ich habe eigentlich dürfte ich den Punkt nicht kriegen, weil ich habe ja bei dir abgeguckt, weil sie ja eben laut Chinchilla gesagt hat. Deswegen brauchst du das eigentlich ja nicht. Das wäre ich habe geschrieben, Chinchillas wollen die Welt übernehmen. Die Ereignisse überschlagen sich. Die Ereignisse überschlagen sich, das ist richtig. Dass die Ereignisse überschlagen sich, gebe ich dir auch die 10 Punkte. Oh geil, nice, was geht? Stopp. Okay, es geht los. 3, 2, 1, go! Oh, wir nehmen gar nicht auf. Ist das Spaß? Stopp. Das scheiße. Dann müssen wir aufhören. Das war so lang. Okay, aber wir Foltermethode. Popo-Spreizer. Das ist schon ziemlich scheiße. Ja, okay. Das ist der blöd, ja. Penis Gesicht schlagen. Bei Foltermethode. Das wäre doch eine Folter. Wer will das aber denn? Nicht für alle. Leute, und Thomas fragt, ja, Foltermethode. Das ist doch keine Folter. Ich wollte nur sagen, dass bestimmt Menschen gibt, die das geil finden. Ja, aber. Okay, es könnte bei allem sein. Auch bei Arsch. Ja, wie viele stehen auf Popo-Spreizer? Da fragt man immer Thomas. Manche bezahlen ja, dafür. Ja, stimmt schon. Ich hab Penisklemme, aua, aua. Super bösewicht Name. Paul. Der oberböse Paul. Finde ich geil. Ich habe Pinguin einfach noch genommen, weil den gibt es doch bei Gotham, oder? Aber der ist ein super Bösewicht. Der ist ein Bösewicht. Bösewicht. Ich würde den schon nehmen. Der ist aus dem Superhelden-Kosmos ein Bösewicht. Super Held. Also da würde ich schon. Ich habe den allgemein bekannten Pullermann-Zwicker. Wenn man so rumdreht. Super böse. Ja, okay. 10? Geil. Ja. Deal für Schmuddelfilm. Hab ich nicht. Ich hab in Überlänge. Okay. Also einfach nur Penis in Überlänge. Gecheckt. Funktioniert auch mehrere Dinge. Ja, ist gut. Ich wollte ein bisschen mehr. Bisschen mehr Epicness, weil die Pornofilme sind immer so wack. Hab ich da so einfach nur. Das ist auch okay. Also, aber sie hat den Uncut. Ne? Ich hab den auch. In Überlänge? Thomas hat nur. Der ist härter. Schieb mal die eine zu spät kommt Ausrede. Hanne beim Morgensport gehabt und hatte dann keinen Bock mehr. Gut, ja? Pudel ist vor das Auto gelaufen. Keine Ahnung. Oh, ja, kann passieren. Kann auch passieren. Ist auf jeden Fall eine Ausrede zu spät kommen. Ja. Ich habe Probleme mit Paula. Das ist Stellas Schwester. Ey, kennt doch niemand. Stella kennt doch niemand. Nixer Gag. Komm, okay. 10 Punkte. Nein, Herr Justin. Sie kennen Lukas. Hab ich nicht. Hast du nicht. Hab ich auch nicht. Ich habe Paparazzi macht Nacktfotos von Bibi. Hier, Bibis Beauty Palette. Ja, ist okay, oder? Ja, also wir haben nichts. 15 Punkte für KW. Oh, geil! Dann läuten wir die nächste Runde ein, würde ich sagen. Und zwar mit A. Ja. M. M oder N? M wie Martha. Und ab geht's. 3, 2, 1 und stopp! Stifte ich weg. Hab wieder nix. Stifte weg. Ist so abstrus, mir fällt einfach nichts ein bei Herrn Newstime. Der Mösenröster. Boah, ich wusste genau, bei M, da kommt nur sowas. Weil ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen, als wenn man. Okay. Ja, Motorsäge ins Gesicht. Langsam. Okay, das ist langsam. Ist gut. Ist gut, ja. Massage mit Messern. Kann ist aber auch unangenehm. Aber Massage klingt doch eher wie so eine Therapie, oder? Ja, aber stell dir mal vor, du massierst jemanden, so? Aber machst das mit Messern. Ein super bösewichtiger Name. Megateufel in feinen Schuhen. Mega toll, also richtige Oberbösewichte haben immer feine Schuhe. Der erste Shot von ihm sind dann immer die Schuhe. Ich
Madaman Ultra. Keine Ahnung. Ey, immer dieses Ultra, mega. Das, ja, muss auch Ultra rein. Das macht es krasser. Das, was andere vorne schreiben würden, schreibt sie immer hin. Vor allem dieses Ultra hinten dran macht es zu einem Waschmittel eigentlich. Ne? Madaman Ultra. Color. Ich hab den Mind-Zerstörer. Der macht dein Mind kaputt, sodass du nachher nur noch so vor dich hin vegetierst. Also ich weiß ja nicht, ich finde die, find die von André und Thomas irgendwie kreativer. Und Kavir, du fällst mir in den Rücken. Ich hätte natürlich auch nennen können Mind-Zerstörer Ultra. Okay, ich würde dir 5. Madaman, komm. Okay. Ich gebe dir nicht keinen Punkt, aber es ist schon nicht so kreativ. Oh, es ist voll geil. Kreativ. Ein Titel für einen Schwulenfilm. Morning Jazz Kamikaze. Selber, okay. Da würde ich klicken. Ich habe Mösenmudi. Da würde ich nicht klicken. Mösenmudi. Aber ich mag das Mudi. Das macht das wieder sympathisch. Das Mudi macht es so authentisch. Ich habe Mumu Mausi macht Ferien auf der Alm. Der ist auch richtig stark. Der ist richtig stark. Okay. Geil. Halt zu spät kommen aufreden. Musste kacken. Ja. Ja, macht er wirklich. Das ist also der macht das, also die, ich kenne die Ausrede von ihm. Ich hab, Marder hat Kabel im Auto angefressen. Das machen die wirklich. Ja. Aber, okay, das ist jetzt nur Marder. Die muss nur ein Tier mal ausdenken. Das hat die gleich drei Dinger. Ich musste spontan irgendwas haben. Das war bei der letzten Runde mit Nadine auch schon so. Hat immer irgendein Tier einfach überall eingebaut. Aber ich meine, das ist halt wirklich eine Ausrede. Das aber ist eine Ausrede. Ja. Ich bin von Marderin auf den Supermüll. Das letzte Mal so, ist hier mit L irgendwie nur Lachs eingefahren, weil überall kam Lachs vor, wenn ich ihn anfuhr. Und ist auch Chinchilla. Chinchilla. Verena hatte eine Methode. Mama hat angerufen. Ja. Standard, ist okay. Ja. Okay, eine Herr News-Type-News. Ich hab da gar nichts, ich hab da nur Mach. Ach, da kam ich nicht. Mach. Okay, Carina? Ich hab Mascher kommt in Knast Anzeige. Leon, Mascher. Ja. Das geht, okay, oder? Ja, ist okay. Es ist nur wenn dann sein Gesicht auf dem Thumbnail ist. Ja. Ich hab nix. Diese Kategorie zerstört mich. Die zerstört Alter, mich. So eine Scheiße. Geil. Entschuldigung, aber sie muss sich ja auch nur halb so viele Wörter ausdenken wie wir, weißt du? Weil sie den Marder hat und den Marder. Okay, und den Marder. Ich würde sagen, aber ich bin jetzt gerade ausgedacht, Regel. Fürs Finale, für die letzte Runde. Man darf nicht zwei Sachen gleich doppelt nehmen. Einmal das. Aber das wusste ich eigentlich bis gerade nicht, dass ich das machen will, aber du hast es gesagt. Nein! Aber ich gebe jetzt jede Runde dem, der die kreativste Antwort gibt bei einer extra Kategorie, Punkte. Drei extra Punkte. Drei extra Punkte. Drei extra Punkte. Alles klar. Stopp. Oh. Und es geht los. Meine Damen und Herren, die Spannung steigt. Werden Sie das Wort finden? Zu Stadt, Land oder Fluss? Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Das habe ich gar nicht. Auf der linken Seite haben Sie Thomas. Thomas ist ein sehr fleißiger Mann. Die Fresse, Mann! 15 Sekunden. Oh! Alter, ich habe zwei Sachen. Der hat mich voll abgelenkt! Ja, das Level muss man ein bisschen erhöhen, oder? Ey, ich hatte vor allem gar keinen Kopf dafür, mir irgendwas Kreatives auszudenken. Ich auch gar nicht. Das ist echt nur zwei. Krass. Ja, ich habe eine Folter-Methode. André. Eine Ohrendornramme. Was? Ist cool. Ist cool, ja. Ich hab nichts. Gar nichts. Nein. Ich hab das Kämpchen mit jeder. Ohren slappen, wenn es kalt ist. Kennt ihr das? Wenn so richtig kalt ist, Minusgrade, und man haut einem so gegens Ohr. Kennt ihr das? Das habe ich immer gemacht. Kennt ihr das? Das habe ich immer gemacht bei den, bei den anderen Leuten in der Klasse. Was haben deine Eltern mit dir gemacht? Nee, ich habe das gemacht. So. Das ist so voll gesagt, wer war kreativer von den beiden? André war schon sein. Okay, dann kriegt André drei extra Punkte. Super Bösewicht-Name. Oberbösewicht Dieter der Zweite. Ist okay. Ja, ist okay. Was hast du? Ich hab auch nichts. Thomas? Ich hab Orangenhautzauberer. Was hast du denn das? Er kann Orangenhautzauber. Ja, du sagst, Thomas geht schon ein. Yeah, der Schrecken aller Superhelden-Girls. So. Ah. Tief für einen Schmuddelfilm. Oma will auch mal wieder. Boah! Oh, hey, der geht noch weiter. Oh. Der geht noch weiter. Oma will auch mal wieder kotzen. Oh! Okay, Carina, hast du was? Ich hab Oktopus-Penis, wie viele schafft Bertha? Alter! Eine Sache, die kreativ ist, wow! Okay, Thomas? Oral, das ist genau mein Ding, heißt der Film. Ich bin nicht so kreativ. Okay, was willst du kreativer sagen?
kommt jeder her. Oh. Geil! Oh. Weil nur weil sie jetzt. Nur den Loser-Bonus, weil er geil. Oh. Okay, einer zu spät, komm aus, Rede. Och nee, ich bin wieder zu spät, sicher? Wusste ich nicht. Ist auf jeden Fall, das wusste ich, macht es zu einer Ausrede. Okay. Okay, die Kamera ist gerade aus. Wir versuchen authentisch zu sein. Ja! Ah, lustig! Okay, jetzt bin ich dran. Zu spät Ausrede. Oma hat Hausaufgaben gefressen. Und ich habe Oma erzählte aus dem Krieg. Ich rate richtig einfach geil. Mal, dass ich die beste hatte. Ja, Okay, und der Newstime von Adel. Oh, haltet euch fest. Opel verklagt Herr Newstime ohne Grund, aber berechtigt. Noch nie gehört. Das ist krass. Was hast du? Gar nichts. Also, wusste ich noch gar nicht. Ja. Ja, und ich hab Ohrenschmalz schmeckt echt gut. Wow. Das kommen wir dazu aus, die drei Punkte sogar. Krass, ich bin voll überrascht, dass ich jetzt drei extra Punkte habe. Die Begründung war, cool. Vince hat gesagt, ja, wenn es Herr Newstime sein soll, dann Thomas. Ja. Weil Herr Newstime vielleicht Ohrenschmalz fressen würde. Vielleicht. 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 Ja, wer hat den Jungen schon mal leicht? Ich. Und es hätte nicht. So, wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich 166. Was? Was? So viel? Wie das? Ja. Hey, ich habe 191. Hä? Das kann nicht sein. Da bist das du echt voll der Loser. So. Ich glaube, ich habe 158. Das ist realistisch. Ich bin ein Loser. Ich glaube, die letzte Runde hast du ein bisschen verkackt, weil ich Nee, 191. Die war was falsch, oder? Nee. Das kann 10, aber 20, sein, 30, weil guck mal, 40, 45, ich hab in der letzten Runde 25, 30, 30 Punkte 40, verloren. 40, 30, hätte ich die 30 noch gehabt, dann wäre ich ja auch bei 98. Und wer hat's verkackt, der 40. Ja, oh, das kann sein. Ich hatte dreimal nichts, deswegen, das kommt schon hin. Ja, geil. Ich hatte viermal nichts. Setz ihm eine Krone auf. Warum? Nur weil ich gewonnen habe. Ja, das war's. Lass ein Like da. Lass ein Like da. Folgt dem André auf Twitch. Folgt der Carina auf Twitch. Ja. Nee, Push Art. Ihr seid schon gemeinsam unterwegs. Ja, genau. Folgt dem Tom auch auf Twitch. Und dem Thomas auf Instagram. Für Thomas bitte nicht mehr anrufen. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, Samstag kommt ein Making-of von dem Dreh von Ju hier und natürlich auf seinem Hauptkanal das Video. Dann wisst ihr auch, was wir hier die ganzen Tage fabrizieren. Und nächste Woche kommt dann Dienstag das Facepainting-Video von Nils. Das wird richtig cool. Freut euch da schon mal drauf. Und ich würde sagen, damit sagt tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das kann man eh nicht lesen.